Rudolf Steiners anthroposophischer Seelenkalender, die 40. Woche nach Ostern. Und bin ich in den Geistestiefen, erfüllt in meinen Seelengründen, aus Herzensliebe Welten, der Eigenheiten Lehrer waren, sich mit des Weltenwortes Feuerkraft. Es beginnt mit dem Wörtchen und. Und dadurch kommt zum Ausdruck, wie das, was jetzt gesagt wird, ganz innerlich anschließt an das Vorige. Es geht wie so ein Strom durch die Wochen hindurch und ganz besonders eben Advent und Weihnachten. Und das große verbindende Motiv ist das, was in dem Wort daran liegt, das Weltenwort. Wir hatten in den letzten Wochen ja schon gesehen, wie das wie so eine Art Grundmotiv in Variationen immer wieder kommt. Und es ist eben Weihnachten, das große Christusfest, das Fest der Geburt des Christuskindes in der Menschenseele, dass die Zukunftskraft in uns lebendig werden kann. Und bin ich in den Geistestiefen, erfüllt in meinen Seelengründen, aus Herzensliebe Welten, der Eigenheiten leerer Wahn, sich mit des Weltenwortes Feuerkraft, also von der Feuerkraft des Wortes ist die Rede. Und dass all das, was eben an uns Eigenheiten sind, was wir durch unser Leben ausbilden und auch ausbilden sollen, was eben uns zur Individualität werden lässt, all das bliebe doch ein leerer Wahn, wie es hier heißt, wenn es nicht von innen heraus erfüllt würde. Und da heißt es aus Herzensliebe Welten. Also aus diesen Herzenskräften heraus soll das, was in uns Eigenheit geworden ist, erfüllt werden. Wie heißt es bei Goethe so schön? Was nicht originell ist, an dem ist nichts gelegen. Und doch tragen wir alle die Gebrechen der Individualität. Also das, was uns eben eigen macht und eben auch leicht sehr eigen sein lässt. Das ist nur wie eine äußere Hülle und Bedarf der Erfüllung. Und gerade die Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo es innerlich leichter geht als sonst, dass diese Erfüllung geschieht. Erfüllt werden mit der Liebekraft, der Herzenskraft. Und bin ich in den Geistestiefen, erfüllt in meinen Seelengründen, aus Herzensliebe Welten, der Eigenheiten leerer Wahn, sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.